Wenn du wissen möchtest, wie der Vollmond im September sich auf deine Spiritualität und auch auf deine Wünsche, auf deine Träume auswirkt, dann bleib dabei. Ich ziehe für dich eine Karte aus dem Neurodings-Kartenset. Vollmond ist immer so eine Zeit, Höhepunkt eines Zyklus. Nachher nimmt der Mond ja wieder ab, die Energie geht wieder zurück, bis sie beim Neumond endet und dann wieder einen neuen Aufschwung erfährt. Wir haben jetzt die Energie des Vollmonds, kannst du gerne Rituale machen, die dann noch viel mehr Kraft haben. Im Speziellen dieses Mal im September ist der Vollmond im Zeichen Fische und Fische steht für alles, was du dir erträumst, für deine Visionen, für deine Wünsche, auch für Kreatives, für Spirituelles. Vielleicht möchtest du wieder eine Meditation machen, vielleicht möchtest du in die Stille gehen, in den Rückzug, auch das steht für Fische. Vielleicht möchtest du mit dem Element Wasser mehr in Kontakt kommen, diesen Fluss des Wassers, indem du am Fluss stehst, schwimmen gehst oder ein Bad nimmst, in Kontakt wieder mit dem Fließen. Dass es nicht schwierig geht, dass es einfach leichter ist, so wie wir das bei Neurodings auch machen, diesen Fluss der Linien nachzuspüren. Du kannst dir jetzt eine Frage stellen für diese Bereiche. Welche Information ist wichtig für dich, für den Vollmond im Zeichen Fische im September? Fische und es zeigt sich die Karte mit dem Fisch drauf. Höchst genial. Das begeistert mich immer wieder, dass einfach das so stimmig ist, wenn du mal in Kontakt bist mit deinem Inneren auch. Ich drehe dir die Karte auch, vielleicht siehst du ja auch noch etwas anderes und lass dich auf neue Perspektiven ein. Im Begleitheft zum Kartenset stehen ja einige Anregungen drinnen, die zu der Karte gehören. Natürlich ist es wichtig, dass du selbst einmal Interpretationen machst und schaust, was sagt dir die Karte, welches Gefühl taucht in dir auf, welche Sehnsucht, du kannst dir das ja auch aufschreiben. Und dann kann man da noch nachlesen, worum es geht. Die Karte heißt Urlauben und das muss ja auch nicht immer in der Ferne sein, das kann man ja auch in sich selbst machen, sich einmal eine Auszeit zu gönnen. Die Botschaft der Karte heißt, träume dein Leben und lebe deinen Traum. Fische im Meer, die Insel mit Palme, das Herz mit dabei. Und man könnte sich fragen, wann hattest du den letzten entspannten Urlaub? Den richtig so den schönen Urlaub. Und wohin würde deine Reise gehen, wenn du dir das aussuchen könntest? Wenn Geld, Zeit und deine Gesundheit unbegrenzt zur Verfügung stehen würde, wo würdest du hinreisen? Wo würdest du gern Urlaub machen? An welchem Ort könntest du wunderbar entspannen? Ich habe schon viele Urlaube hinter mir und Reisen und es gibt Orte, an denen ich mich wohlgefühlt habe und Orte, wo das gar nicht der Fall war. Bei mir sind es die Kanaren zum Beispiel. Wenn ich dort ankomme, dort war ich auch dann eben 3 Monate lang einmal, um mir eine Auszeit dort zu gönnen. Sobald ich dort bin, ist es wie wenn man einen Schalter umlegt und ich bin in dem Flow, in der Entspannung drinnen. Das war in anderen Ländern nicht so der Fall. Und so hat jeder sicher so eine Gegend oder Orte, wo man sich sehr wohl fühlt. Das kann natürlich auch ganz in der Nähe sein. Ich wohne direkt beim Wald und bin aber auch sehr gerne beim Fluss. Die Donau ist ganz in der Nähe und gehe da gern spazieren. Gerade rechtzeitig in der Früh zum Beispiel, wenn noch niemand unterwegs ist, um diesen Fluss ein bisschen zu verinnerlichen. Und darum geht es auch beim Vollmond in Fische, wieder mehr in Fluss zu kommen, mehr in Verbindung mit dem Inneren, mit dem Unterbewussten, mit den Träumen, mit den Wünschen. Das geht bei mir zumindest ganz gut am Wasser, eben am Meer, nur wenn das nicht möglich ist, am Fluss. Tauche also gedanklich in deine Traumreise ein, hol dir das her und schöpfe daraus Energie und Kraft. Und damit kannst du deine Energietanks wieder auffüllen und wieder gut gestärkt in deinen Alltag gehen.
Und wer weiß, vielleicht bekommst du ja eine Idee in der Ruhe, eine Vision von dir umzusetzen, jetzt wirklich einmal loszustarten. Demnächst ist ja Neumond, vielleicht ist das ja dann dein Beginn. Die Botschaft der Karte heißt, träume dein Leben und lebe deinen Traum. Ich wünsche dir viel Vergnügen dabei und wie immer bei Neurodings, mach dein Ding.